Ja, schönen guten Tag. Hier ist der Vorbudler wieder. Hey ho, muss ich ja sagen. Und so, ne? Wo bin ich heute wieder? In der Wüste. Ihr habt mich mal wieder in die Wüste geschickt, da wo ich so hingehöre. Ja, ich habe eure Botschaft verstanden. Nein, im Creative Mode von Minecraft Beta 1.8. Dort hinten sehen wir, ach, dann können wir auch mal eben noch einen Blick drauf werfen. Diesen Turm habe ich ja aber in der letzten Folge gebaut, also in diesem ersten spontanen Ausflug in den Creative Mode. Ja, den habe ich noch ein bisschen so verändert. An der Stütze seht ihr. Unten habe ich auch noch den Fuß natürlich etwas verstärkt. Das Licht macht seltsame Schattierung, das ist etwas ungewohnt, aber okay. Ihr seht da unten den Eingang, da habe ich jetzt nicht weiter fortgeführt. Einfach nur hier noch den Hang so ein wenig runtergebaut. Sieht aus wie ein großer Kerzenständer, ne? Da habe ich noch mit dem Glas. Den Glasscheiben, wisst ihr ja, die fand ich ja ganz toll in der letzten Folge. Finde ich immer noch ganz toll. Da einfach mal so ein bisschen rum gefummelt und geguckt, was man da so tun kann. Und ja, das ist dann dabei daraus geworden. Ich habe mich dann anschließend da auch schon ein wenig in die Wüste zurückgezogen. Weil ich habe mich ja darüber schon beklagt, dass wir so viele Wüsten haben in 1.8. Also ich jedenfalls, ich habe so, ich glaube sicher jetzt inzwischen schon gut 40 Seeds mir angeguckt. Drei, was waren so 10 oder so, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit Ecke. Mit Ecke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt habe ich auch bewiesen, dass ich wunderbar zählen kann. Nein, über die Wüsten habe ich mich etwas beklagt. Es sind so viele Wüsten. Ich mag eigentlich Wüsten unheimlich gerne. Auch in Minecraft. Das habe ich auch immer schon gesagt. Also, das wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr länger dabei seid. Ich habe gar nichts gegen Wüsten. Ich finde, die kommen nur jetzt zu sehr gehäuft vor und sind auch viel zu groß. Also, das ist einfach wirklich unwahrscheinlich groß. Aber ich habe gedacht, naja, nun ist es halt so. Ne? Was willst du denn machen? Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt nicht so. Es ist einfach so. Und daher muss man irgendwie einen Weg finden, sich damit zu arrangieren. Und das tue ich gerade, indem ich so ein bisschen rumteste. Ich wollte jetzt einfach mal nämlich etwas, was liegt denn näher, ja, als wenn man an Wüste denkt und Bauwerke, dann fällt einem natürlich sofort Ägypten ein. Ganz klar, ägyptische Baukunst, die alten Ägypter, die hatten da ja Sachen drauf. Möglicherweise kennt ihr ja auch nur so die Pyramiden oder so und vielleicht noch die Sphinx oder was, ne? Aber dann hat sich das schon, aber es gibt da noch viel mehr zu sehen, so typische Sachen. Und ich versuche mich einfach mal so ein bisschen in dem Baustil. Das soll eine Mauer werden. Das ist so ein bisschen wie so ein Eingang vom Tempel, inspiriert vom Tempel von Karnak bei Luxor oder in Luxor. Da ist so eine große Mauer, die in der Mitte ge zweigeteilt ist. Naja, und die versuche ich jetzt hier gerade hochzuziehen. Warum fliege ich nicht einfach? Ach, das ist doch viel besser, wenn man fliegen kann. Die ist jetzt allerdings nur so. Ich möchte jetzt eigentlich nur die nur so symbolisch andeuten. Ich will die jetzt nicht hier irgendwie fest reinbauen, damit hier irgendwie so ein Tempel entsteht oder so. Ich teste nur einfach aus. Es geht mir einfach auch darum, mal ein bisschen so einen Baustil auszuprobieren. Jetzt halt eben ein wenig im ägyptischen Stil. Oh, ich sehe auch gerade, es wird, glaube ich, gerade dunkel, ja, aber diesmal bin ich natürlich etwas intelligenter, als ich normalerweise schon bin und werde mich dann gleich in mein kleines Dorf zurückziehen. Hier in der Nähe habe ich nämlich ein Dorf in meiner Wüste. Eins von den automatischen, ne? Ey, mache ich noch einen höher. Ich mache jetzt noch eine Reihe höher, dann gehen wir kurz schlafen. Das können wir nämlich im Creative Mode auch sehr gut machen. Das und so. Es ist zwar total lästig, weil ich möchte ja jetzt hier bauen und würde jetzt am liebsten einfach einen Schalter drücken, wie man das auch auf dem Server kann. Ne? Mod wie Day oder eintippen und dann hast du wieder Tag, ne? Und das fehlt mir hier halt immer noch. Aber gut, wir können als Kompromiss halt sagen, gehen wir mal in das nächste Bett. Ich könnte mir jetzt auch hier eins stellen, aber dann zeige ich euch ja nicht mein wunderschönes Dorf. Ne? Es passiert auch nichts. Ich habe auch auf Peaceful gestellt. Ich will jetzt hier echt mal einfach nur bauen und der ganze andere Getreten, der kann mich jetzt mal
Das war nämlich auch beim letzten Mal, als ich normal gespielt habe hier in diesem Modus, allerdings mit Monstern, ja, war es ein bisschen komisch, ne? Da waren über Monster und die griffen mich auch an, aber es passierte mir halt nichts und das war aber einfach völlig nervig nur, ne? Du hast dann dauernde Monster da vor der Nase rumtanzen, die dich irgendwie da angreifen wollen. Ihr seht, da ist mein Bett, da gehen wir gleich mal hin. Es ist ein schönes kleines Dörfchen. Ich habe hier auch schon den Weg etwas besser befestigt und angeglichen. Die sind ja meistens etwas schief. Also bei mir kommen Dörfer eigentlich, wie gesagt, ich sagte, ich habe ungefähr 40 Seeds angeguckt. Die kommen meistens eigentlich immer nur in der Wüste vor. Sonst habe ich noch keine Dörfer gefunden. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich schon mal irgendwo in einem Wald oder in so einem Berggebiet hier ein Dorf gefunden hätte, was schade ist. Ich weiß, dass es hat was mit dem Gelände zu tun. Das muss relativ flach sein, dann passen da Dörfer besser hin. Irgendwie, ich weiß nicht, hat der Notch da, glaube ich, mal ein Problem gehabt beim Programmieren. Und das wird das wahrscheinlich erklären, dass die im Moment, jedenfalls soweit ich, wie ich das hier so feststellen kann, nur in den Wüsten auftauchen. Aber wer weiß, es wird ja alles in 1.9 wahrscheinlich eh verbessert. So, ja, hier eine Treppe hingebaut, nichts Tolles, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte ja hier nur mal eben schlafen und diese Dörferbäume kennt ihr auch selber, ne? Habt ihr selber schon gesehen. Ja, jetzt muss ich einfach nur die Stelle zurückfinden. Fliegen wir mal Richtung unseres Turms da hinten. Ah, da vorne muss ich hin. Ja, da ist es. Ja, sieht man, das kann einfach noch, das kann ruhig so hoch sein, wenn man jetzt hier so lang läuft. Ja, das soll sich jetzt verjüngen. Also. Ja. Ja, genau, ich weiß ungefähr, wie ich das mache. Ich werde das jetzt hier so verjüngen. Das wieder weg. Lalala. Ich habe mir vorher, bevor ich angefangen habe zu bauen, habe ich mir in meiner Inventarleiste unten ein paar Materialien schon mal zurechtgelegt, von denen ich glaube, dass sie zu einem ägyptischen Stil gut passen. Das ist natürlich vor allem der Sandstein. Ägypter haben auch viel mit Marmor gemacht, aber auch viel mit Sandstein. Und Sandhalbstein natürlich auch. Leider haben wir keine Treppen. Das ist auch etwas, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, man müsste alle Materialien auch in allen Formen bauen können. Also, das wäre schöner. Ja, direkt noch eine Lage drauf. Ja, was habe ich dann noch? Und zwar blau. Blaue Wolle, dunkelblaue Wolle. Es ist ja so, dass man, wenn man an ägyptische Gebäude denkt, kennt man die natürlich von Fotos, vom Fernsehen und weil man auch schon selber mal vielleicht da war. Obwohl, wenn man selber da war, dann weiß man das schon. Es gibt so Stellen, ja, da sieht man eigentlich, dass es damals anders aussah als heute. Nicht nur, damals war es nicht verfallen, also vor 4000 Jahren oder was, ne? Oder länger. Heute sieht man ja nur noch die grauen Steine und das, was übrig geblieben ist und teilweise zerfallen ist. Aber man muss sich dann, wenn man davor steht, immer auch ein bisschen zurückdenken in die Zeit, wie das früher aussah. Und da war das alles noch schön neu, glatt und vor allem unwahrscheinlich farbig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heute so Ägyptenbilder sieht. Das erkennt man heute nur, wenn man wirklich mal noch in so ein Grab reingeht. Ich war schon mal da, ihr merkt das. Und da sieht man halt wirklich noch diese ganzen Gemälde und auch teilweise in Tempel an Decken und so. Da kann man wirklich noch erahnen. Da sieht man noch ganz blasse Farbspuren. Ja, die haben also wirklich auch sehr farbig gezeichnet. Das ist ziemlich cool. Ich mag das. Bin mir nicht sicher, ob ich den hier jetzt wirklich schön baue. Ich wollte jetzt auch noch mal. Ich meine, das. Ja, der müsste noch höher sein, einfach, ne? Höher und natürlich auch länger, breiter, damit das noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall, ja, es ist einfach noch nicht hoch genug. Das wirkt einfach noch nicht. Gehen wir auf den Boden runter. Ja, klar, man kann da jetzt noch ein bisschen. Ah, ja, die Wand, die sollte alles noch ein bisschen höher sein. Also hier noch eine Lage drauf. Ich mache jetzt mal nur die eine Seite mal eben fertig. Mal eben.
Kein Problem. Ja, ich hätte das jetzt auch mal selber erst bauen können, bis es toll aussieht, ne? Dann hätte ich euch aber den Effekt wieder genommen, dabei zu sein und meine ganzen Fehlversuche mitzuerleben. Denn wie ich das schon öfters mal gesagt habe, ist es das ja, was es gerade erstmal ausmacht. Wenn man merkt, es ist gar nicht so perfekt und alles, man macht Fehler und man muss auch einfach mal probieren. Ich hoffe nur immer, dass ich da halt in der Videozeit noch so ungefähr, jetzt mache ich mal einfach was Lustiges, dass ich dann noch ungefähr mal so ein Teil irgendwie fertig kriege, wie letztes Mal den Turm. Den habe ich auch noch gerade fertig bekommen. Naja, wenigstens die Füße fehlten dann noch unten, ne? Und dann der Rest war aber okay. Vielleicht ja jetzt oben so ein. Das hatte ich eh noch vor. Ah, nee, lass mich da nochmal was anderes probieren. Und zwar wollte ich jetzt eine Kombination machen mit diesen neuen Ruinensteinen. Hui. Also ich wünsche mir wirklich, dass man auf dem Server so auch arbeiten könnte, dass man da im Creative Mode, weil ich finde das hier alles viel besser als diese ganzen Mods, die es gibt, ganz ehrlich gesagt. Die sind also super Pickaxe und so, es ist alles toll, aber schon allein, dass man hier nicht die Werkzeuge dauernd umschalten muss, ne, das ist völlig fett. Ich mache das jetzt hier oben auch noch. Und dann gucke ich mir das mal so aus der Entfernung an. Weil es ist schon alles sehr auch imposant in Ägypten. Normalerweise, wisst ihr, mag ich nicht so sehr, auch wenn sie toll gemacht sind, nicht so sehr diese Riesengebäude, die man teilweise in Minecraft so auch in Videos und so sieht. Die sind alle super gemacht und so, nur richtig cool drin spielen kann man, dann kann man damit nicht, weil man sich dann vorkommt wie so ein Lilliputaner, wenn man da durchgeht als Steve, ne? Ah, das müsste man noch ein bisschen fetter alles machen, so. Naja, ich weiß nicht, das mit diesem Kastenstein da hier, das gefällt mir jetzt doch nicht so richtig. Es muss noch fetter sein, ganz einfach. Na, und dann geht man hier so durch. Also ich finde, der passt jetzt doch nicht so wirklich dazu. Machen wir den mal erst wieder weg. Kann ich das nicht so einfach direkt dann so drauf? So, vielleicht, dass das ein bisschen höher ist hier an der Seite. Ja, also so richtig große Dinger, da, wie gesagt, da kommt man sich vor wie Lilliputaner und aber bei solchen Bauwerken hier, die wirken schon realistisch, wenn die ein bisschen größer sind, denn die haben wirklich da teilweise echt groß gebaut. Da hast du schon mal so 20 Meter Deckenhöhe von irgendwas, ne? Außer in den kleinen, in den Gräbern. Ah, und breiter. Ist nicht breit genug, das wirkt nicht. Muss viel breiter sein. Ja gut, und wenn das nicht hinhaut, wenn es hinterher doof aussieht, dann habe ich halt gefailt. Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben, als einfach mal ein paar Videos von anderen zu gucken und da mal die Ideen zu klauen. So. Dann sage ich dann hinterher, ich habe das alleine gemacht. Und, ne. So. Jetzt geht das doch recht schnell hier. Ich will das nur mal sehen jetzt hier. Wenn es dann irgendwie nichts wird, dann wird es halt nichts. Aber das Blau hätte ich vielleicht etwas in die Etage runtersetzen sollen, glaube ich, ne? Guck mal, wie schön das geht hier mit dem Fliegemodus. Ich sagte, wie schön das geht. So, du komische Mauer, jetzt enttäusch mich mal nicht. Ja, das wird schon besser, wenn das so ein bisschen breiter ist. Dann merkt man das, wie das so sein soll. Klang, klang, klang. Ja, es gibt ja auch auf YouTube Leute, die haben sich so spezialisiert auf solche, ja,
antiken Bauten und die machen dann auch extra dafür so Texture Packs und so für sich. Haben da Riesenprojekte, da schon tolle Sachen gesehen. Einer, der baut da irgendwie Rom nach und finde ich großartig, ne? Ich weiß nicht. Da ist halt der Weg das Ziel, glaube ich. Wenn man irgendwann fertig ist, dann ist man enttäuscht, weil man halt fertig ist. So, pass auf, ich weiß, wie ich das jetzt mache. Hier muss jetzt nochmal Sandstein drauf. In voller Breite. So. Lalala. Ist eigentlich ganz schön hier, ne? Aber ich vermisse halt die Regenwälder, die Eisregionen und was weiß ich noch alles. Tundra und Taiga und alles. Freue ich mich einfach wieder drauf, wenn das wieder drin ist im Spiel. Dann können wir auch endlich mit 1.9 wird das dann hoffentlich sein. Da können wir dann auch endlich den Server wieder aufbauen, ne? Ach, guck mal, jetzt hier die Kante noch weg, vielleicht. Das habe ich gerade so bemerkt. Und vielleicht obendrauf noch irgendwie eine Reihe hier so. Und jetzt nochmal eben ein bisschen gucken, vielleicht auch von unten. Oh, es geht schon wieder die Sonne unter. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Aber es kommt schon langsam so in die Richtung. Ah, wenn ich jetzt die andere Seite auch noch so baue, dann hat man da schon mal so eine Wand. Und das ist ja allerhand. Wie hoch ist denn die jetzt? Noch ein? Ah ne, da kommt Halbstein drauf. Ja, gut. Klick, klack, 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 klack. Komm, hau rein hier, ja, hau rein hier. Das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Ich komme vor wie so ein Sklave, so ein ägyptischer Sklave. So, oh, ja, jetzt werde ich gepeitscht und so. Obwohl, das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch ein Gerücht. Wahrscheinlich gab es halt Sklaven, klar, ne? Gibt es ja heute noch. Ist ja nichts dabei. Ne? Jeder hat ja so einen Sklaven zu Hause oder ihr etwa nicht. Ne? Nein, aber früher, das mit den Pyramiden, das waren alles Saisonarbeiter. Das waren Bauern. Und Bauern, also Farmerei und so, Landwirtschaft in Ägypten ist ein wirklich ziemlicher Saisonbetrieb. Aufgrund der geografischen Lage mit dem. Ach, weißt du was, das ist jetzt mir jetzt zu blöde, da immer hinzufliegen. Da mit dem Nil und so, ne, und dem Nil-Delta. Den brauchen wir nicht, den Halbstein, der sieht hässlich aus. So. So, dass sie dann halt immer ihr Äcker bewaldet haben und dann, wenn sie nichts mehr zu tun hatten, dann sind die auf die Baustelle von den Pyramiden gegangen und haben dann da gearbeitet, ne, und wurden auch bezahlt. Also war natürlich eine Scheißarbeit, ne, ganz ehrlich. Also ich wollte das nicht machen, ne. Aber so waren sie, die alten Ägypter. Die waren dann da stolz, ihrem Pharao so ein Grab bauen zu können. Ne? So nach dem Motto, sind wir die Kerbe hoffentlich auch bald los. Ne? Schaufel dem schnell das Grab, dann springt er auch bestimmt schnell rein. Und dann kommt der nächste Drecksack, der uns ausbeutet. Irgendwie so stelle ich mir das vor. So. Höher. Ah ja, die Mauer habe ich jetzt nicht breit genug gemacht. Ah, das ist mir aber jetzt auch Wurst. Ich werde das jetzt einfach trotzdem so durchziehen hier. So. Ah ja, okay. Ups. Einmal um die Welt, um die Ecke, einmal um die ganze Welt. Ja, schön. Ja, was habe ich dann noch gehabt? Da unten dort noch einen normalen Ziegelstein habe ich da reingetan und einen Goldblock habe ich auch noch drin unten und Sand natürlich, um eventuell Stellen zu flicken. Mit dem Goldblock, das ist natürlich jetzt keine schlechte Idee, weil meiner sieht ja nicht ganz so grell aus. Vielleicht kann ich damit ja noch irgendwelche Muster da einbauen. Mal so, mache ich jetzt mal einfach nur so. Ach, guck mal, das kann aber gut aussehen.
Das ist schön und man hat diesen ganz, das ganze Zeug. Deswegen komme ich da jetzt auch erst drauf. Ne? Was benutzt man ja sonst nie? Ne? Weil das ja völlig unbezahlbar ist, so ein Goldblock. Ne? Überleg mal, wie viel Eisenbahnschienen ich daraus machen könnte. Jetzt passt das natürlich nicht so richtig. Doch, passt. Wenn man da drei zwischen lässt, dann sieht es gut aus. So würde man dann natürlich auch jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. So, und jetzt könnte man hier noch zum Beispiel, was immer wichtig ist, dass das nicht so eine glatte Fläche ist. Weg mit dem Bett. Sollte man jetzt hier vielleicht auch noch mal so Verzierungsdinger, Säulen dran bauen. Vielleicht immer da, wo die Goldblöcke sind, jetzt einfach mal auf die Schnelle. Man muss sich nicht so viel zählen. So. Und ja, entweder da noch ein Halbstein. Vielleicht nehme ich mal so einen normalen Slab. Vielleicht sieht das hier aus. Oh, der passt da jetzt hier besser zu. Vom ganzen ja, Kontrast und so. Das ist irgendwie. Das ist ganz okay. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier oben rum auch noch verlege? Achso, es geht da nicht, ja, okay. Aber das könnte funktionieren, ja. Das könnte funktionieren. Könnte hier was auf jeden Fall besser aussehen. Achso, das geht jetzt nicht, weil ich da ja schon. Ne, dann soll das auch so bleiben. Das soll so eine andere Höhe haben. Okay, dann kommen da wieder die Blöcke hin, hier diese Stützen oder was auch immer. Oben drauf. Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich gedacht, ich kann nicht mehr fliegen. Hat mir jemand die Flügel ausgerissen? So. Ja gut, rechts und links die äußeren Ecken, die sind jetzt da. Würde ich jetzt nicht drauf gucken. Das ist jetzt, gut, vielleicht kann man das so irgendwie, weil das ist ja unfertig. Ne, das soll anders sein. Ja, hier braucht es mehr Kontrast, damit man sieht, dass es hier auch noch so reingeht. Vielleicht tausche ich hier mal so eine Ecke aus. Also es ist echte Bastelarbeit, ne, wie man da jetzt mal irgendwas schön baut und dann auch mal zufrieden damit ist. Ja, so könnte das gut aussehen. Ich glaube, das wäre es. Ne? Das wäre dann ein schöner Kontrast. Da erkennt man dann eben auch die Abstufungen von unten. Mache ich das einfach mal. Ah, das ist so. Irgendwas stimmt auch mit dem Tempo, glaube ich, nicht, ne? Wenn man hier so fliegt. Ja, okay, wenn man fliegt, dann ist man wirklich schnell, dann kommt man nicht hinterher. So. Dann würde man da unten noch einen Weg durchführen und dahinter wäre dann praktisch so ein Tempel. Da könnte man so Säulenhallen bauen und na, da habe ich auch schon eine Idee. Ja, und wie gesagt, da bin ich nur drauf gekommen, um mich halt auch mal an diese ganzen Wüstengelände so ein bisschen zu gewöhnen. Man kann schon schöne Sachen bauen in der Wüste. Das sieht alles sehr schön orientalisch dann aus. Palmen fehlen mir natürlich in Minecraft sowieso schon immer. Schon für Strände allein, ne? Hätte ich mir immer schon Palmen gewünscht. Und verschiedene Holzarten. Weil wir haben ja drei verschiedene Bäume, das ist mir auch noch eingefallen. Haben aber nur das Eichenholz immer als Holzplanken, ne? Und das finde ich schade. Aus anderen Holzarten sollten die Holzplanken auch besser anders aussehen. Ja, guck mal, das ist schon gar nicht so schlecht. Das gefällt mir auch mit den Goldblocks so ganz gut. Ich glaube, hier müsste ich das noch anders abstufen, eventuell. Und vielleicht ist, ja, irgendwie so, da kann man noch dran rumfallen, aber prinzipiell
Kann man jetzt hier auch noch was vor, so? Beispielsweise, ja. Vielleicht noch ein höher. Oder nochmal so blau reinbauen. Immer eben so. Ne? Just for fun. Sowas in der Art. Und dann hier noch ein, so eine Abstufung hin. Oh, ich glaube, das sieht sogar cool aus, wenn man das für jede Stütze macht. Oder jetzt in so einem Kle genau, hier mal so klein. Und vom Eingang so ein bisschen länger. Holla, langsam, langsam wird es so ein bisschen ägyptisch. Ne? Vorhin habe ich auch kurz gedacht, oh weia, das gibt aber jetzt hier die Vollblamage. Wie gesagt, die Kante da hinten, die anderen Ecken, das ist jetzt nicht so schön. Hier könnte man dann auch noch vielleicht, dass oben noch was, was drüber geht. Oder dann hier auf der anderen Seite müsste das genauso aussehen. Das würde, glaube ich, dann schon wirken beim Durchgehen. Mach ich das mal so. Wie war das jetzt genau? Ja, so. Blau. Blau, blau, blau. Gut. Okay. Da kann man sich schon schön vorstellen. Ich komme jetzt hier so durch die Wüste, so. Oh, Schwitz. Durst, ich hab Durst. Und oh, dann sehe ich da so einen Tempel. Und dann sage ich, oh. Ey, was war das denn? Ich hatte den Eindruck, es wird mich hier was schubsen. Ja, noch mal eine kleine Idee. Es wird schon wieder dunkel und das Video ist auch super lang. Ich wollte euch nur teilhaben lassen an meinen spontanen, ja, Ergüssen hier und hoffe vielleicht euch auch ein bisschen inspiriert zu haben. Ob euch das nur gefällt oder nicht, ist mir egal. Das war jetzt just for fun. Mir gefällt das eigentlich nicht schlecht. Ich werde mir noch ein paar Gedanken zu machen. Aber das kommt schon mal gut. Ich bin so, ne, jetzt um eine Erfahrung reicher. Und das war es mir wert. Also dann sag ich mal auf jeden Fall, die Sonne geht auch wieder unter, wie immer. Das passt immer sehr schön. Sollen wir die mal noch beleuchten eben? Wie stellen wir den Fackeln hin? Ich wollte jetzt eigentlich schön sagen, aber jetzt mal eben im Dunkeln nochmal gucken. Vielleicht so ein bisschen versteckt die Fackeln. Naja, versteckt. So, hier, vielleicht von der Rückseite noch so ein bisschen. Da in die Ecke. Hier in die Ecke. Und dann gucken wir mal nur so ein bisschen da von oben runter. Jetzt könnte es auch mal richtig Nacht werden. Schneller, 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 mach doch mal. Ach, den zeige ich euch mal eben, den Tempel, den ich hier noch gebaut habe. Das war auch nur so ein Spaßexperiment. Da kommt man hier durch ein Tal, durchs Tal und dann kommt man hier auf so einen Tempel zu. Ne? Da habe ich hier so in diese Sandbucht reingebaut. Ihr seht schon, die gleichen Materialien verwendet. Da sogar mit Grün gearbeitet. Ne? Nicht sehr realistisch, aber sieht eben halt noch ein bisschen, ja, lebendiger aus. Einfach etwas bewohnter, wenn da Grün ist. Ne? Scheint es also einen Gärtner zu geben, der da ab und zu mal gießt mit nicht vorhandenem Wasser. Ah ja, und hier habe ich solche blauen Teile in die Wände eingebaut, das wirkt auch schön, ne? Und vor allem jetzt seht ihr, das ist schön, wenn dann da, es wird dunkel und da drinnen ist dann noch dieses Licht, ne? Ist ja schön geworden, das neue Licht in 1.8. Es hat nur viele Bugs leider mit sich gebracht und viele wirklich harte Kanten, so, naja. Das wird alles sicher besser werden in Zukunft. Jetzt fliegen wir rüber noch schnell zu unserem neuen Tempeltor oder so. Ne? Ja. Und der Mond, der kommt da genau durch. Ey, das ist ja lustig. Ne? Ja, sehr schön. Oder jedenfalls schön genug für diese Folge. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Jetzt sage ich auch wirklich Tschüss. Ne? Bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das so sein mag.